Liebe Kinder, herzlich willkommen zur heutigen Kinderkirche. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Aber Moment mal, irgendwie, wo ist eigentlich Tiffany? Die hat bestimmt schon wieder verschlafen. Tiffany? 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 Tiffany, was ist denn mit dir los? Ich hatte ein bisschen Angst die letzten Tage. Wieso das denn? Naja, weil es so stürmisch war und das hat mir ganz doll Angst gemacht. Du hast Angst vor Sturm? Naja, ich bin ja nur eine kleine Schnecke. Ich dachte immer, du bist so mutig. Ja, Tini, das bin ich ja auch. Aber wenn dann der Sturm so doll weht und das war schon ganz schön heftig. Ja, Tiffany, das stimmt. Weißt du was? Dann lese ich dir doch heute mal die Geschichte von der Sturmstillung. Ach, die mit Jesus und den Jüngern? Genau, die Geschichte. Soll ich sie dir mal vorlesen? Und dann hast du vielleicht nicht mehr so viel Angst. Guck mal da oben, da ist nämlich auch ein Bild. Da sind die Jünger alle in dem Boot. Schau mal. Oh ja, und die sehen gar nicht so unglücklich aus, oder? Genau, Tiffany, deswegen lese ich dir jetzt die Geschichte vor. So, liebe Kinder, und jetzt singen wir zusammen einfach Spitze. Einfach Spitze, lass uns klatschen. Einfach Spitze, lass uns klatschen. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach Spitze, lass uns klatschen. Einfach Spitze, lass uns klatschen. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Und nun stampfen wir. Einfach Spitze, lass uns stampfen. Einfach Spitze, lass uns stampfen. Einfach Spitze, komm, wir loben. Einfach Spitze, lass uns springen. Einfach Spitze, lass uns springen. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach Spitze, lass uns springen. Einfach Spitze, lass uns springen. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Und nun tanzen wir. Einfach Spitze, lass uns tanzen. Einfach Spitze, lass uns tanzen. Die Geschichte ist geschrieben bei Markus Nummer 4. Der Sturm auf dem See. Jesus heilte nicht nur viele Menschen, sondern erzählte ihnen vor allem von der Liebe Gottes. Viele hatten immer nur daran gedacht, Gottes Gesetze zu befolgen. Für sie war die Botschaft, dass Gott alle liebte, auch die, die nicht immer alles richtig machten, ganz neu, wunderbar und befreiend. Eines Tages bat Jesus seine Freunde, ihn über den See Genezareth zu bringen. Als die Wellen das Boot sanft wiegten. So wie da oben auf dem Bild, stimmt's? So. Genau, Tiffany, so ganz sanft, ganz kleine Wellen. Als die Wellen das Boot sanft wiegten, schlief er ein. Da kam ein heftiger Wind auf und das Boot wurde von den Wellen hin und her geschleudert. So, nicht so. Genau, so. Hilfe, riefen die Freunde.
Jesus, wach auf, du musst uns retten oder wir werden alle ertrinken. Jesus wachte auf und schrie zum Wind und zum Wasser, Ruhe, hört auf, schweigt. Und ganz plötzlich wurde der Wind still und das Wasser wieder ruhig. Die Freunde waren sehr erstaunt und fragten, wie das sein konnte, dass jemand dem Wind und dem Wasser Befehle geben konnte. Naja, eigentlich ist das ja klar, weil das war ja Jesus, der damit im Boot saß. Ja, und da siehst du mal, dass man da auch Vertrauen haben kann. Auch wenn mal ein schwerer Sturm ist, dass es dann auch wieder ganz ruhig und leise wird. Das stimmt. An Gott zu glauben, das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann braucht man auch nicht so große Angst zu haben. Nein, Tiffany, auch nicht vor einem Sturm. Wenn einer sagt, ich mag dich, du, ich find dich ehrlich gut, dann krieg ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Wenn einer sagt, ich brauche dich, du, ich schaff das nicht allein, dann kribbelt es in meinem Bauch, ich fühl mich nicht mehr klein. La 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 la. Kinder, und jetzt lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.